Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen DSB-Stream. Heute ist dran Division 8 Ulti-Team gegen Tentaclexa. Mit mir dabei ist der gute Glacy und ich bin Kyo. Wir beide werden euch durch die Partie begleiten. Guten Abend, Nachmittag, irgendwas. Nachmittabend. Nachmittagabend. Genau. Ja, heute ist es wieder soweit. Heute haben wir wieder zwei Matches gespannte Ladung. Vor allem Ulti-Team gegen Tentaclexa. Erster gegen dritter Ulti-Team momentan, wenn ich mich nicht vertue. Ungeschlagen. Immer noch ungeschlagen. Tentaclexa mit nur einer Niederlage. Das würde auf jeden Fall spannend. Und wie gesagt, das ist ein medaillenrelevantes Match. Tentaclexa kann sich tatsächlich noch einen Traum auf eine bessere Medaille gönnen, während Ulti-Team ebenfalls eine Chance hat auf eine sehr gute Medaille. Eben sogar auf die Goldmedaille mit der Unbesiegbarkeit momentan. Wer weiß? Ja, für die Unbesiegbarkeit müssen sie heute erstmal wieder gewinnen, sonst ist die Unbesiegbarkeit weg. Aber Ulti-Team hat da noch ein schweres Programm vor sich gegen den dritten und nächste Woche gegen den zweiten. Da wird auf jeden Fall noch einiges passieren, hoffentlich. Aber wir gehen jetzt hoffentlich wirklich gleich ins Match rein. Wir hatten gerade eine Lobby-DC. Dann hoffe ich einfach mal, dass ich nicht der Grund diesmal bin, weil sonst. Ja, okay, dann kannst du ja auch hosten, oder? Ich meine, ich bin alleine zu Hause, aber mit meinem Internet will man eigentlich nicht hosten. Ja, okay. Wenn man 0,8 Upload hat, dann ist man froh, wenn man zocken kann online ohne Lags. Das stimmt. Ja, wir fangen an mit Operation Goldfisch auf Buckewalpiste. Tatsächlich hat man da so einige Schlachten geschlagen, auch eine sehr interessante Schlachten geschlagen diese Woche. Hat man auf jeden Fall gesehen. Man muss halt echt aufpassen, dass man bei dem ersten Pop von Goldfisch nicht downgekriegt wird, weil man sonst echt einen riesen Nachteil hat im Opening. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sich das Ulti-Team und Tentaclexa bewusst sind. Ich bin ganz ehrlich gespannt auf die Weapon Comp. Ich auch. Und diese werden wir jetzt sehen. Wir gehen los direkt ins erste Game. Wir haben Ulti-Team gegen Tentaclexa. Ulti-Team mit den gelben Squids und Octos. Wir wollen ja keinen benachteiligen. Und Tentaclexa in Blue. Und wir sehen Disperser Nummer 7. Dispersa Nummer 7, tatsächlich die beste Variante von Dispersa, sehr Ja, aggressiv. das Beste lassen wir mal so offen liegen, ohne direkt Block. Und da hat es direkt geknallt und darüber habe ich gerade gesprochen, dass man da im ersten Pop nicht untergeht und das ist gerade passiert. Da muss man aufpassen. Ja, man sollte bei einem Disperser allgemein aufpassen. Macht sehr viel Damage, kann Tree-Shotten und ist einfach dafür bekannt, so eine Goldfischkanone zu schreddern. Was hier super funktioniert hat, damit sie den Early Push hatten auf 43. Auf beiden Seiten die K-Pro mit der Kugel auf jeden Fall ein sehr guter Stopper für den Push. Aber es kommt halt drauf Oh, an, ob sie es DC. noch. Und wieder ein DC. Jetzt kommt es halt drauf an. Werden sie aufhören zu stoppen? Corby spielt gerade noch Ja, weiter. okay, der Oder? K-Pro bleibt schon mal stehen, das Okay. bemerkt. Ja, Ja, es deshalb haben alle bleibt noch ein bemerkt. Debüt geworden. Okay. Passive Spielweise alle. Das heißt. Die Ensign kommt noch rein, aber ich glaube, der ist dann auch relativ ein bisschen Miming. Ja, so schnell kannst du wieder gehen. Die Seas sind wunderschön. Yay, erster Win. Leider nicht, wegen dem Disconnect. Unglücklich, unglücklich, unglücklich. Vor allem, weil eigentlich, ne? Hey, der Anfang war gut, so war es Der ja nicht. Anfang der Anfang war wirklich gut von Ulti-Team. Was Eventuell ist hat der denn jetzt Disconnect. Tentaclexus, die sieht? Oder bin ich gerade lost?
Ja, Tentaclex ist gerade die Seed. Aber Tentaclex hat diesen First Pop eigentlich kassiert. Gegen sich. Mit zwei Down. Ach so. Ja gut, ich hatte mal es andersrum. So, wir sollten Hoffen jetzt eigentlich... wir mal, dass alles funktioniert mit dem Internet. Wir sollten eigentlich alle sofort A drücken. Ja, vielleicht noch kurz was zu trinken nehmen. Warum wie Play? Weil sie aufgehört haben zu spielen, bis auf diese eine Ends. War doch nach 50. Wobei, jetzt wo man sagt, das stimmt. Echt? Hab gar nicht bemerkt. Wie Kubik, da bist du wieder mal grandios. Du kannst ja doch direkt wieder schließen und aufmachen. Das war nach 50. Oh Gott. Uff. Sorry, hab ich nicht geachtet. Das haben wir, glaube ich, beide nicht gescheckt, weil dieser Push innerhalb von 30 Sekunden passiert ist und man innerhalb von 30 Sekunden eigentlich nicht unter 50 pusht. So, dritter Versuch. Aber niemand ist perfekt und damit geht natürlich das erste mit dem Ulti-Team. Das ist absolut richtig. Wie gesagt, Fehler machen ist menschlich. Und ist demnach auch nicht so schlimm. Doch, du wirst gefeuert jetzt. Oh nein! Wir machen keine Fehler. Wir sind Perfektionisten, genau. Gut, aber da auch, dass jetzt das zählt, das Match, ist logischerweise hat Tentaclex ja immer noch hier die CB-Play übrig. Yep. Ja, dann warten wir wieder, bis die meisten Leute drinne sind. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an Vikubi zum Aufmerksam machen. Es ist halt ungewöhnlich, dass man immer auf der ersten 30 Sekunden über 50 pusht, selbst in Operation Goldfisch. Mhm. Ja gut, okay, das ist halt auch logisch, weil sie hatten den First Pop mit zwei Picks. Ja, aber selbst bei einem First Pop bist du nicht immer direkt auf den 50er Marke gepusht. Weil du vor allem den linken Flügel sehr gut verteidigen kannst. Auch mit zwei Leuten. Ja, muss man halt aufpassen. Wie gesagt, ich hab's ja am ersten, beziehungsweise sogar vor Operation Goldfisch habe ich ja schon gesagt, man muss auf den ersten Pop aufpassen. Und das hat leider Tentaclexer den Win, das Opening gekostet erstmal. Und dann durch den Disconnect und dadurch, dass sie unter 50 sind, sogar das Game. Man muss auf fairerweise noch sagen, die Kentaprof wird aufgehört zu spielen und die Ensel ist ja nochmal drauf. Also ich glaube, die haben selber nur teilweise bemerkt, dass wenn weiterspielt, schrecklich nicht weiterspielt. Weil man konnte es auf der Map sehen, der Kentaprof wird aufgehört und die Ensel ist dann nochmal respawned und ist dann nochmal rein auf den Rainmaker. Also ich glaube, die Ensel hat gemerkt, dass sie hier doch rein müssen und weiterspielen müssen. Mhm. Aber... So viel dazu zu Operation Goldfisch. Wir gehen jetzt in spätestens 20 Sekunden in Muschelchaos rein. CTC am Markt. Tatsächlich meiner Meinung nach die beste Map-Modi-Kombination. Wie ich schon oft gesagt habe, letzte Woche war es ja auf Manta Maria. Da sind die Körbe so oben rechts abgeschotten. Hier sind sie tatsächlich in der Mitte. Das heißt, beide Teams haben eine Möglichkeit, relativ schnell zu pushen, relativ effektiv zu pushen. Den ersten Push, Ausrufezeichen. Gut zu vollbringen und wir hoppen direkt in das Game rein. Muschelchaos auf den CTC-Markt und wir haben direkt ein langes Intro, das heißt, es riecht schon mal nicht sonderlich perfekt. Es riecht nach Q, darf keine Lobbys mehr hosten. Yep. Das yep. Riecht doch ah, die was direkt. War... Ja. Zu, das ist so Wahnsinn, ey. Was ist das? Ich hab einen LAN-Adapter, das hat man jetzt gesehen, weil ich bin direkt disconnected, als ich meine Switch disconnected. Hä? Was ist das? Ja, LAN-Adapter hat nichts mit gutem Internet zu tun. Tentaclexer spielt gegen Ulti-Team. Genau, Ulti-Team ist ja aus irgendwelchen Gründen der Captain nicht anwesend. Du musst im Helpdesk schreiben, weil der Ulti-Team nur einer anwesend ist. Der Captain ist nicht anwesend.
Ich mach das. Nintendo Switch Online, erweitere dein Spielerlebnis. Ja, halt, nur weil du schlecht bist, brauchst musst du nicht MSO blamen hier. Du hattest länger am Wochenende die Ersatzvertretung vom Captain gepinkt. So, einmal Lobbywechsel bzw. Hauswechsel und ich weiß auf jeden Fall, was ich wieder heute Nacht machen werde. Erstmal den Router mit Andros Gürtelschläge erstmal verhauen. Ei, das ist doch ein wunderschöner Sonntag, nicht wahr? Ich meine, wir haben diese Woche 3 vs 4 alle gehabt, deswegen können wir uns froh sein, dass wir versuchen, ein 4 vs 4 zu sehen. Ja, die Server sind allgemein die letzten paar Tage schon komisch. Ich habe gestern auch relativ oft die Seeds in Rank, da hatte die Seeds in der Lobby, wo mein Internet fein war. Was passiert? Tentaclexus die Seed, war aber nach 50, deswegen hat Ulti-Team gewonnen und jetzt machen wir einen Lobbywechsel. Ja, Wumi, es gibt Server bei Nintendo, aber keine guten. Die können sich aktuell nicht so klären, wer spielt. Zumindest musst du gucken, ob einer von den beiden eine Lobby aufmacht. Die Lobby ist jetzt offen. Also ich bin jetzt dran. Gut, das ist schon mal eine Angabe, dann kann ich mich scheuen. Ich würde eigentlich auch hosten, nur erfahrungsberichtenmäßig sollte ich nur hosten, wenn ich alleine zu Hause bin. Und ich bin nicht alleine zu Hause, ich bin mit meinem Bruder alleine zu Hause und das ist ein Unterschied. Gut, dann schalten wir Werbung rein. Werbung ist nämlich toll und jeder mag Werbung. Schade, die sind alle die Lobby gejoint. Egal. Wir schalten trotzdem Werbung rein. So. Auch wenn es nur 30 Leute sind. Wir haben eine Abstimmung, was eure Lieblingsmap ist aus der DSB. Die läuft noch bis heute Abend und könnt ihr über diesen Link, den ich gerade in den Chat schreibe, abstimmen gehen, wenn er das noch nicht getan hat. Das ist einfach eine allgemeine Rumfrage, welche Map ihr aus der DSB am liebsten fandet aus jedem Modi. Wer es wie gesagt noch nicht getan hat, kann diesen Link benutzen, um einfach abzustimmen. Oder das abzustimmen, eure Meinung zu sagen. Komm mal, kaum mal recht Werbung, gehen die Zuschauerzahlen 5 hoch. Also, doch Werbung damit was zu tun. Nice. Also, wenn ihr die Möglichkeit, beziehungsweise jetzt habt ihr offen die Möglichkeit, Moränentürme endlich abzuwählen. Wie gesagt, andere würde es nicht mitbekommen. Abzuwählen, das ist eine Meinungsumfrage. Boah, okay. Ich glaube, wenn Moränentürme abwählen, muss, glaube ich, andere durch einen Autounfall sterben oder so. Natürlich wünsche ich ihm das nicht, aber ich glaube, Moränentürme werden wir immer haben mit Andro STO. Das stimmt. Aber ich glaube, wir werden generell immer Moränentürme haben, egal in welchem Turnier. Auch es ist ja eine Meinungsumfrage, wie gesagt, aber Match ist wichtiger. Auf jeden Fall. Jetzt gibt es aber erstmal Moränentürme, hoffentlich ohne Disconnects und so, was ziemlich gut aussieht. Ich glaube, ich darf in Zukunft keine Lobbys mehr hosten. Nix jinxen. Ich versuch's am besten. Tentaclex haben wir das relativ gut hier verteidigen. Und beide Teams haben ja einen normalen Dual-Platscher mit Missiles und eine Ink-Porsche, also einen normalen Pinsel mit der CP-Sphäre. Mhm. Ist auch hier wieder Doppelung. Und was man auf jeden Fall sieht, die Quad-Hopper auf Seiten von Ulti-Team. Oh. Und direkt der erste Push. Und ja, wobei Follow-Up fehlt leider. Corby ist da durch, kann aber nur eine Muschel versenken. Manny versucht da reinzugehen, schafft es aber nicht. Jepsi kommt auch noch hinterher, verwirft die Muschel aber dann, weil der Korb schon oben war. Und damit ist der Push vorbei und FLS kann ja erstmal den Gegenpush starten. Und das mit 2 Supermuscheln in der Hand plus noch 9 Stück. Kubik verwirft. Ah, oder Kubik wollte tatsächlich, glaube ich, vorlegen. Ich glaube, Kubik. Kommt jetzt hinten Schock rein. FLS trifft. Jetzt kommen die Muscheln rein. Große, kleine. Wumi macht weitere Scores. 39, 33, 30. Alle tot bis auf die Pinsel. Der respawned ist. Kommt er nochmal rein? Er hat eine Muschel. Er versucht es. Er bekommt diese 3 Punkte und kommt dann noch nicht lebend raus.
Aber 3 Punkte ist auf jeden Fall schon mal stark. Aber ich glaube, Kubik wusste tatsächlich, dass es noch zu weit war. Aber wollte tatsächlich die Supermuschel vorlegen, was auch ziemlich gut geklappt hat. Der Push ist runter auf 27 Punkte, was auf jeden Fall eine Meisterleistung ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das der erste Push ist. Manny jumpt jetzt zurück, um ein bisschen sicherer zu sein hier. Ganz wichtig ist, dass man mit der Supermuschel nicht zurück zum Spawn springt, weil sonst geht sie kaputt. Und das willst du ja eher weniger, vor allem wenn du hinten liegst. Kubik aber diesmal verwirft, was natürlich bitter ist. Ultichin drückte schon gerade sehr stark rein, damit schon wieder 2 Picks. FLS kommt wieder rein mit dem Quadhopper, nutzt wieder seinen Tinshock, bekommt wieder einen Kill damit. Und es sind 3 tot, oder sind 2 Supermuscheln, 23 zu Buche. 23 Punkte noch, und Kubik da ganz vorne mit dabei. FLS hat auch noch Muscheln. Das tut weh. 5. Kubik kommt rein, kriegt er den KO und bekommt eine Muschel rein. Sehr stark reagiert. Wo ist der Dualplatscher? Ich glaube, der Dualplatscher kommt da nicht mehr ran. Mi versucht's, aber schafft es nicht. Aber 2 ist ein grandioser Push. Und sie brauchen nur 2 große Muscheln, damit sie den Sieg holen können. Aber sehr stark reagiert von Tentaclex, der hier noch den Quasto vor dem KO bewahren und damit Tentaclex noch weiterhin im Spiel holen. Aber jetzt muss natürlich etwas Krasses folgen, weil 2 zu 80 tut natürlich weh. Aber die Sepis-Vega kommt auf jeden Fall schon mal rein. Jetzt müssen sie noch jumpen. Eine Muschel haben sie ready. Eine zweite Muschel haben sie auch noch ready. Jetzt durch. Kobi verwirft. Leider, weil er zu weit weg war. Mani trifft, hat nicht die Chance zu werfen. Und jetzt sind sie wieder alleine, haben 2 Supermuscheln verloren dadurch. Und es ist gefährlich. Pizza hat eine Muschel und da vorne rennt ein Kubik rum, der hat 9. Ja, Pizza mit einem wunderschönen Pick mit der Nautilus. Supermuschel in der Hand. Muss ich jetzt natürlich zurückziehen, weil sonst verliert er sie natürlich dadurch, weil er sichtbar Pizza ist. Hier bekommt den Shot, den Doppelkill auf den Kenza-Kleckser, den Kenza-Profi-Kleckser. Sie wollen weiter pushen, sie wollen ja auf jeden Fall auf den KO gehen. Das merkt man. Aber aktuell ist die Lücke zu. Ja, aber Ulti-Team versucht ihr Bestes, noch irgendwie die Verteidigung aufzuweichen. Aber jetzt kommen erstmal Schwachraketen. Das heißt, sie sind jetzt erstmal komplett zurückgedrängt worden durch die Schwachraketen. Versucht hier was zu machen. Pizza bekommt ihn entgegen. Kenza-Kleckser oben. Also sind noch 2 am Leben von Tentaclexer. Und jetzt kommt Kubik durch. Kubik trifft. Da ist der Jump von Pizza. Pizza hat die Supermuschel. Trifft erst die Frage. Ja. Das ist der KO. Wunderschöner Treffer von Pizza, wenn ich das richtig gesehen habe. Sehr stark gemacht. Ulti-Team damit mit 2 zu 0 vorne. Sehr starker erster Push. Allgemein sehr, sehr stark gespielt von Ulti-Team. Haben direkt in Minute 1 gezeigt, wer der Boss in ZZR-Markt ist. Wenn ich es richtig gesehen hatte, hatte Kubik 3-mal die Hauptwaffe plus als Perk. Und das macht einfach sich einfach schneller mit einem Pinsel. Und wenn man so ein Quasto rumrennen sieht, ja. Ja, die Quasto ist schnell. Die Quasto ist einfach I am Speed. Das ist einfach, ja, das Ding, das ist halt Muschelchaos, ne? Da sieht man die Quasto eigentlich ziemlich oft sogar. So, jetzt gibt es Herrschaft auf Permut Akademie. Was auch ziemlich interessant ist, weil jetzt kommt das, was in Splatoon natürlich essentiell und ultra wichtig ist, und zwar die Teamkoordination bei einer Nachteilsituation. Natürlich ist es hier halt wichtig bei Herrschaft, vor allem allgemein bei Herrschaft, dass man, wenn man zurückgedrängt worden ist, beziehungsweise eine Unterzahlsituation hat, dass man da gesammelt reingeht, mit Specials sammeln, unbedingt wichtig, und gesammelt da reingehen. Unbedingt kein 1 gegen 4 spielen, nicht den Helden spielen, dann geht Herrschaft eigentlich wie am Schnürchen. Genau, und ich habe jetzt noch eine Minute Werbung zu schalten, nochmal. Noch mehr Werbung! Yay! Und was heißt Werbung? Wer sich gestern erinnern kann, der gestern dabei war, haben wir die Kanalpunkte eingeführt mit EV Rewards. Unter anderem auch, musstet ihr die 100.000 Punkte Reward erstmal freischalten. Heute
könnt ihr wieder ein Reward freischalten. Dafür müsst ihr 4710 Punkte sammeln, um die 4710 Punkten Reward freizuschalten. Und ich würde mal sagen, ich mache mal direkt den Anfang. Wie macht ihr das? Ihr geht am PC, beziehungsweise Kubi kann das auch schon. Ihr geht am PC, beziehungsweise auf dem Handy, klickt ihr auf die Kanalpunkte drauf und dann seht ihr da die Rewards, die ihr euch einlösen könnt. Und oben drüber müsstet ihr einen Balken sehen, wo ihr dann draufklicken könnt und Punkte spenden könnt. Sobald 4710 Punkte gesammelt wurden, schaltet ihr für alle anderen Leute die 4710 Punkte Reward frei. Die müsst ihr logischerweise erst nochmal kaufen. Und es lohnt sich auch wieder mehr als die dumme, komische, goldene Tanuki Mario Statue aus Super Mario Bros. 2. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Wir gehen in das Spiel hinein. Ulti-Team immer noch momentan mit 2-0 vorne. Herrschaft auf Permut Akademie. Die Kanalpunkte sind schon am Fließen. Das freut einen doch zu sehen. Und man sieht eine Aerospray. Okay. Ist daran so bekannt? Das ist einfach eine silberne, die painted gut mit einem so einem Curling-Bombenhagel. Ist das keine schlechte Waffe? Was wir dazu noch sehen, sind zweimal die Regenwolke auf Seiten von Tentaklexer. Aber Kubik kommt da erst einmal rein. Ulti, sogar zweimal die Ausbildung, hab ich gar nicht bemerkt. Lol. Kubik auch mit der Ausbildung unterwegs jetzt hier. Aber nicht die silberne Variante, sondern die bronzene mit der Kugel und den Burstbomben. Das sind den Instabomben auf Deutsch. Aber schlechter Start hier von Ulti-Team. Tentaklexer bekommt quasi einen Triple Kill und auch die Zone-Kontrolle. Pizza momentan eingekesselt von der blauen Zone. Musste sich zurückziehen, hat es auch geschafft. Y wollte tatsächlich da noch hochpushen. Führung für Tentaklexer. Ulti-Team muss jetzt natürlich erstmal wieder reinkommen. Hat es auch geschafft. Ist in der Zone drin. Aber Corby mit dem wunderschönen Pick gegen die Nautilus. So, Kontrolle ist erstmal immer noch auf Seiten von Tentaklexer, aber Kubik versucht hier die Zone umzukappen, aber Mani hält erstmal dagegen mit dem Curlingbombenhagel. Aber so langsam sieht es aus, als ob sie die Kontrolle haben werden. Jetzt hier 2 Leute tot auf Seiten von Tentaklexer, 3 Leute tot auf Seiten von Tentaklexer. Und das ist erstmal die Kontrolle für Ulti-Team hier. Pizza ist schon bereits oben mit der Nautilus. Oh. King of the Hill, die Duelies muss er jetzt aufpassen, kriegt aber tatsächlich noch Support von seinen Teammates, kriegt tatsächlich Triple Support und die kommen jetzt auch so langsam rein. Und da kommt die doppelte Cloud-Wolke raus und dann können sie etwas machen damit. Einer ist schon down, das ist der Twice-Losche, der ist auch relativ weak, ist auch down. 2-2 Situationen, das ist der Cap. Frage ist, kann auch einer sterben? Kubik stirbt, wo ist die Nautilus? Schöner Triple-Pick allerdings bekommen wir und da ist sie, aber... Das ist natürlich sehr schwer mit einem Tintendüser gegen 2 Leute. Das ist natürlich selten bis gar nicht machbar. Es sei denn, du kriegst halt 2 Directs. Aber dass das passiert, ist natürlich sehr tricky. Führungswechsel für Tentaklexer. So, ich muss sogar scheinbar durchrennen. Aber ja, hier, Tentaklexer hat die Führung jetzt. Sieht relativ gut aus. 3 sind down gewesen. Der 2 erste Swasher kommt jetzt noch rein. Aber wenn sie das sicher runterspielen, haben sie es eigentlich. 2 er alleine in der Mitte. Bekommt zwar den Kill mit Straight, aber 3-3 Situationen. Beide Aerospace leben. Die Frage ist, welche kann länger leben? Weil Aerospace kann einfach so gut painten, dass sie drei Waffen outpaintet. Und das könnte der Sinn sein. Und das ist der Vigneur für Tentaklexer. Sehr, sehr schade. Vor allem die späte Kugel, die hätte die Zone noch umwerfen können, aber sehr stark gemacht von Tentaklexer. Vor allem der eine kleine Missplay, die von der Nautilus den Inkjet zu zünden, obwohl komplett eingesingelt, war ein bisschen schwer, weil wenn du auch mit dem Inkjet wegkommst, hast du das Problem, du kehrst ja zum Sprung zurück. Und das ist halt das Problem, was Pizza hier hatte. Vielleicht hatte das die gekillt, aber das war trotzdem sehr stark von Tentaklexer. Da hast du auf jeden Fall recht. Guter Anschluss jetzt, Punkt. Die zeigen, dass sie nicht aufgeben wollen und hier auch mitspielen können. Mal gucken, ob sie das halten können auf dem Albacore, auf den Neo-Tun-Hotel. Albacore ist der englische Name, in Turmkommando. Genau, New Albacore Hotel heißt es auf Englisch. Hotel Neo-Tun hier auf Deutsch. Turmkommando. Die wohl meistbekannte, ich will unbedingt baden, weil es ist verdammt heiß hier, vor allem bei mir im Raum. Ich habe es gerade 32 Grad hier drin.
ECW. Aber das soll nicht das Problem sein. Turmkommando Hotel Neotune, einer der längsten, beziehungsweise einer der längsten Turmkommando-Paths wahrscheinlich. Es ist auf jeden Fall sehr schwer, vor allem Checkpoint 2 und Checkpoint 3 ist eigentlich relativ einfach zu verteidigen und deswegen auch sehr schwer für die Offense. Da gebe ich dir recht. Mal gucken, welche Waffen wir hier sehen werden. Wir hatten gerade eine doppelte Aerospray gesehen, also auf jeder Seite eine. Mal gucken, ob das hier wieder bleibt. Blaster! Blaster! Ja, du bist der Andro, hast du verstanden. Andro hat mich angesteckt. Vielleicht sehen wir einen Blaster, wer weiß. Beste ist tatsächlich, glaube ich, die Range, also der Fernblaster tatsächlich. Ich glaube, der Turbo Blaster ist ein bisschen besser hier, um ehrlich zu sein. Ein Turbo Blaster kann man auch spielen. Okay. Weil gerade der Twisted Fadler gefragt hat, wo man auf dem Handy Punkte spenden kann. Entweder ist es nur mein Handy, das dumm ist, oder ich finde gerade selber keine Option, auf dem Handy zu spenden. Dann weiß Twitch, beziehungsweise ich schaue jetzt selber mal tatsächlich, aber... Dann wissen wir, dass Twitch einfach nur blöd ist auf dem Handy. Deswegen schaue ich fast zu Kofini Twitch auf dem Handy. To be very honest. Da musst du dich von deinem PC-Zuschauern carryen lassen, dass sie das freischalten. Dann schade, dass es aus irgendwelchen Gründen laut Twitch nicht geht. Oder ist es irgendwo versteckt? Wahrscheinlich ist es sogar versteckt. Oder Twitch hat das erst vor kurzem eingefügt und vergessen, das nochmal zu implementieren auf Handy. Das kann gut sein. Wir sehen. Das Match in der Kensa-Problem geht schon tot. Schlechter Start hier für Team Ulti-Team. Ist das schon der eine. Ist die eine Downtime, die sie jetzt zeigen? Ulti-Team? Die Capo auf jeden Fall mit einem schlechten Opening. Hat sich erstmal gesagt, okay, ich gönne mir erstmal eine Abkühlung. Ist aber jetzt gerade der schlechte Zeitpunkt. Aber Ulti-Team momentan mit der frühen Führung. Die ganz, ganz knappe frühe Führung, die eigentlich gar nichts ist. Aber Ulti Team. Deswegen sollte man das nicht zu ernst nehmen. Aber Ulti Team gerade mit sehr guten Vorteil. Hat zumindest sehr viel Kontrolle über die Mitte. Wie man hier wunderschön erkennen kann. Tentaclexer, die halten es tatsächlich noch gegen. Und versuchen jetzt so langsam die Kontrolle wieder zu erringen. Corby kommt durch die Schwarmraketen zugrunde, die sehr schön platziert war von Kubik mit dem Platscher. Und da ist auch schon der nächste Pick für Kubik. Und der Turm geht Richtung Tentaclexer. Ulti-Team jetzt erstmal in Kontrolle, bekommen hier einen Pick, aber 3 vs 3. Corby kommt hier rein, findet den Pick mit Hilfe von Jepsilon. Der Checkpoint wurde nicht geholt und das ist das Wichtige auf dieser Map hier. Man braucht den ersten Checkpoint. Richtig. Sehr richtig. Wie gesagt. Wumi gewinnt hier das kleine Battle bis Cape Rose. Ja, die Kuhkugel war auch ein bisschen zu weit nach hinten, um ganz ehrlich zu sein. Ist natürlich nicht so. Sondern nicht profitabel gewesen für die blaue Capewall. Und der Turm geht hin und her, aber Ulti-Team immer noch mit der Kontrolle über die Mitte. Ulti-Team hat sich nach dem ersten kleinen Schock, den sie hatten, am Opening erholt. Und pushen jetzt hier weiter. Bekommen einen weiteren Pick zu zweit auf den Tower. Jetzt ist die Frage, ob sie den Tower durchdrücken können, weil keiner ist in der Nähe, nur noch Jepsilon. Aber ob er rankommt, ist die Frage. Drei Erster kommen dazu. Den Checkpoint haben sie, aber das ist der Vibe auf dieser kleinen Seite. Der Pizza ist doch noch hinten mit dem Contra-Blaster, aber alleine gegen drei kann er auch eher nicht viel machen mit dieser Waffe. Und muss sich zurückziehen. Ja, auf, das ist richtig. Vor allem der Contra-Blaster, das braucht ja nur, das braucht ja schon viel Indirects, damit es tötet. Muss man halt aufpassen, weil K4, also beziehungsweise alles, was outranged, kann direkt gekontert werden. Aber jetzt erstmal die Kontrolle für Tentaclexer Y auf den Turm. Uncontested, kann da einfach stehen bleiben. Wird aber weggesnappt, allerdings zu spät. Führung für Tentaclexer. Das Wichtigere war, glaube ich, eher den Checkpoint zu bekommen. Die Führung ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, aber man braucht die Führung hier, wie gesagt. Und jetzt ist der Vibe, wie gesagt, und die können einfach weiter pushen. Mani versuchte mit der Aerosphere was zu reißen. Sie müssen erstmal vom Turm runter wegen der Stingwave, wir sind jetzt in Hochdruck von Reiniger. Aber der Push ist nicht wirklich vorbei, wenn sie ihn ja wieder den Taum einfangen, der ja aktuell ein bisschen alleine ist in der Mitte. Der Kubik bewacht das Ganze tatsächlich noch, wird aber jetzt von der Kugel fast gefangen. Oh. Ganz knappe Geschichte.
Doppelkill mit der Kugel hier. Gubi kam noch kurz raus, aber das ist wieder eine gute Situation für Tentaclexer. Sie können jetzt hier weitere Punkte holen und fangen jetzt auch an, ihren Lead zu erhöhen. Auf 59 erst einmal. Noch weiter, kriegen sie den zweiten Checkpoint, ist die Frage. Kubik wartet da eigentlich auf den Tower. Jetzt sind sie am zweiten Checkpoint, können ihn noch nicht schaffen. Wumi jetzt auf dem Tower. Ist da aber alleine und bekommt dann nichts hin gegen 4. Und das könnte der Checkpoint sein, wenn sie auf dem Turm stehen bleiben würden. Und das ist wahrscheinlich sogar der erste Checkpoint. Die Sniper leider zu weit weg. Der zweite Checkpoint ist schon durch. Damit ist Tentaclexer mit einem Checkpoint vorne. Und 34 Punkte runter und letzte Spielminute. Das sieht gerade sehr gut aus für... Triple! Auch noch. Wo und ist... Der Push geht einfach weiter. Da ist der Clash, da ist der Contra. Wird getradet. Corby geht auf die Kugel, will nicht den Quad, hat den Teammate die Arbeit gelassen. Ja, es sieht gerade sehr bitter aus für Ulti-Team. Wenn es schlimm ausschaut, jetzt für Ulti-Team ist es 2-2. Und Tentaclexer steuert gerade sehr hart auf den Ausgleich zu. Die letzten 15 Sekunden Laufbahn. Ulti-Team hat die Kontrolle über den Turm. Einer ist schon tot. Und wir müssen aufpassen, die haben eine Aerospray. Die haben einfach Booyah-Bomben des Todes. Mani muss eigentlich nur seine Booyah-Bombe hier holen. Und sie haben genug Zeit dafür, um mir die Booyah-Bombe zu bekommen und die auf den Turm zu schmeißen. Koordination ist jetzt ultra wichtig für beide Teams, weil Ulti-Team... Einer geht runter, Pizza alleine auf dem Turm. Stirbt hier dabei an Corby und weil irgendeiner auf dem Turm war, ich weiß nicht wer, ist das hier vorbei und es ist der Ausgleich. Sehr, sehr insane Runde von beiden Mannschaften, aber Tentaclexer hatte hier den längeren Atem, hat zwei Checkpoints durchgepusht. Wunderschön gepusht. Corby ist natürlich extrem stark mit der Cape von 19 Kills. Sehr, sehr stark vor allen. Vor allen. Der Triple Splat, die extrem wichtig war und dann noch... Wenn ihr Lag-Replay machen wollt, müsst ihr das so klippen und uns im Helpdesk schicken. Wenn ihr das nur so sagt, können wir dagegen nichts tun. Das ist richtig und es ist halt wichtig. Es muss spielentscheidend sein und es muss... Oder muss ein sehr, sehr starker Lag sein. Wir müssen so sehr, sehr starke Lags haben. Also allgemein, wenn man Lag-Reporten will, das erlauben wir hier... ist es die Entscheidung der Turnierleitung, also in dem Fall wahrscheinlich mir, weil ich alleine, glaube ich, anwesend bin. Wenn ihr, wie gesagt, in Zukunft Lag reporten wollt, zwei verschiedene Personen müssen es geklippt haben und dann im Helpdesk schicken. Sonst können wir dagegen nichts tun. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass man das Ganze klippt. Wie gesagt, von zwei verschiedenen Leuten und... Mindestens zwei verschiedene Leute. Können auch alle vier sein, genau. Wichtig ist halt auch, ob es spielentscheidend ist oder halt sehr starke Lags. Dann kann es tatsächlich zu dem Replay kommen. Auch da nochmal die Information, wenn ihr Lag reporten wollt, könnt ihr gerne einer aus der Lobby rausgehen, dass wir nicht aus Versehen weiterdrücken dann in einer Zeit. Da kann man sich das klären lassen. Aber so geht es erstmal 2-2 jetzt hier. Fünfte Runde. Ein Team würde sie wieder führen. Das ist richtig. Ulti-Team sind mit 2-0 nach vorne gegangen. Jetzt gibt es wieder Operation Goldfisch auf Steinköhlergrube. Sehr lange Map. Stingray? Fragezeichen. Ah, wir werden wahrscheinlich, weil Kubik mit dem Platscher gespielt hat, werden wir wahrscheinlich die Platscher SE sehen mit Stingray. Vielleicht. Ich kann natürlich Kubik nicht steuern oder ihnen was vorschreiben. Das ist natürlich ganz alleine seine Geschichte oder ihre Geschichte, was sie oder er für eine Waffe spielt. Zwischenstand bei den Punkten, es fehlen noch 1360. Damit die Belohnung freigeschalten wird. Nur noch. Es sind ja nur 4710, die man spenden damit musste. Okay. Das ist jetzt nichts Großes hier. Wir wollen auch nicht sowas dauernd hinter den Punktenkanal verstecken, deswegen werden auch diese Kanalherausforderungspunkte, dass man das freischaltet, nicht so hoch sein.
Weil anscheinend gibt es ja einen Bug, oder ist das nicht auf dem Handy implementiert, dass man auf dem Handy spenden kann. Und ich glaube, unsere Großteil der Zuschauer kommt vom Handy aus. Deswegen, ja. Wahrscheinlich sogar nicht implementiert, weil dass man Herausforderungen machen kann, das ist mir tatsächlich auch sehr neu. Aber genug dazu, es gibt Operation Goldfisch auf der Steinkühlergrube. Oh, wir sehen zweimal einen Platscher. Wir sehen sogar einen Doppelplatscher. Ja, auf beiden Seiten Platscher natürlich, auch ein Doppelplatscher. Mit Hauptwaffe Plus. Lass mich gucken. Einer hat es, der auf Seiten von Thunderclax hat Hauptwaffe Plus. Dafür hat er auf den Seiten von Ulti Team die Markierfarbe. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ja, aber Kubik hat sie gespielt und nicht Atlas. Was das bekommt, ist ein Geheimnis. Das musst du erst rausfinden, wenn du das freischaltest. Also es wird auf jeden Fall eine Belohnung für Kanalpunkte sein, so wie gestern. Aber was genau, das verraten wir nicht. Überraschungen sind natürlich das aber Beste. Aber genug von Kanalpunkt, wir bleiben wirklich beim Magic Squad. Ja, Update momentan. Tentaclex jetzt mit dem Goldfisch, geht jetzt aber allerdings mehr nach rückwärts als nach vorne mit dem Goldfisch. Und das kann jetzt natürlich zum Verhängnis werden, vor allem wenn Ulti-Team das Ding jetzt pusht. Da kommt der Stempel raus, Hammer, Time, Manny versucht da wegzukommen, schafft es allerdings nicht. Es ist quasi ein kompletter Fullwert, nur noch Jepsdion und ist vorne alleine. Und er kann gegen 4 nicht wirklich was machen. Und Manny wurde direkt mit dem Goldfisch gebannt. Kubik versucht da tatsächlich noch nach vorne zu kommen, muss sich aber mit der starken Verteidigung von Tentaclexer auseinandersetzen. Mit dem Disperser ist natürlich ein bisschen schwierig. Wumi mit dem Cancer Profi Klexer macht einen Weg frei für den Goldfisch. Der aber irgendwie auf links geht, was Wumi komplett unpainted ist. Komm, Wumi geht schon komplett durch, fällt alles vor. Aber der Waymaker meint, nee, ich habe eine andere Idee. Ich gehe ganz links lang. Was am Ende trotzdem funktioniert hat irgendwie. Aber Zeitverschwendung da schon ein bisschen. Da hätte mehr drin sein können, meiner Meinung nach. Da aber 22 ist kein schlechter Push. Es ist zwar kein schlechter Push, aber da hätte mehr drin sein können, wenn Pizza nicht über links gegangen wäre. Vielleicht ist er sogar über links gegangen, weil da Gegner waren. Aber wie du schon gesagt hast, das ist eine riesen Zeitverschwendung. Auch wenn es 22 ist, da hätte viel mehr kommen können. Aber Ulti-Team immer noch am Pushen. Ulti-Team ist ja am Pushen. Sie zeigen, dass sie nicht aufgeben und bekommen einen Doppelsplat hier mit der Kugel. Der Dualplatscher ist alleine, bekommt hier den Perser raus. Aber die Frage ist, was kann nicht noch gemacht werden? Wumi bekommt eine Platsche und Pizza geht da durch. Pizza will den KO. Pizza ist da fast durch und das ist der KO. Sehr, sehr schön. Ulti-Team direkt schon seit Minute 1 unter Kontrolle. Tentaclexer hat natürlich diesen einen minimalen Fehler gemacht. Sie sind mit dem Waymaker nach hinten gegangen, haben natürlich den Weg für Ulti-Team geebnet. Und das ist natürlich jetzt die erneute Führung für Ulti-Team. Und wir haben seitdem Q nicht mehr hostet, kein DC mehr bekommen. Dann ist wirklich was falsch mit meinem Internet. Ja, natürlich ist es mein Internet. Ich wollte mein Internet sagen, weil mein Mund war für einen kurzen Moment zu gewesen. Aber jetzt Muschelchaos auf dem Coverfish-Lager. Eine sehr, sehr interessante Map. Eine sehr, sehr komische Map. Auch wieder sehr lang. Zwei lange Maps. Splatoon 1 Maps halt. Alle sind da sehr lang. Oder heißen Tümmlerkuppel. Wobei, Bluefin Depot ist auch groß. Lang. Ja, aber der ist nicht mehr zum 2 drin, deswegen sehe ich ihn nicht. Also ja. Das wurde abgerissen. Oh. Nicht mehr. Okay. Schade. War eine sehr interessante Map. Tatsächlich. Natürlich sind beide Teams ja ausgeglichen, denn das ist ja auch Platz 1 gegen 3. Das ist medaillenrelevant. Beide Teams hauen sich auf die Fresse, was natürlich Sinn und Sache ist in Splatoon 2. Vor allem, wenn man ein Turnier spielt, darf man nichts dem Zufall überlassen. Da muss man von Anfang an 100% geben. Darf es natürlich nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern konzentriert, fokussiert muss man die gesamte Situation ansehen. Damit ich das mal sagen muss, schreibe ich das in den Chat rein. Ich glaube, das ist auch ein bisschen verwirrend für die YouTube-Zuschauer dann. Mit den Kanalpunkten. Yes.
Manny. Aber Kofferfischlager, eine sehr interessante Map. Wir hatten, wir haben schon einiges gesehen auf Muschel Chaos diese Season hier. Vor allem mit der einen Coolkugel von der Ultrabass, wo du und Andro ja, richtig ausgerastet seid. Also, einfach nur Classics sind das. Aber wir wissen ja, Muschelchaos, die unberechenbarste Modi, es kann alles passieren. Keine Ahnung, es kann irgendein Vogel runterknallen und wir würden das richtig hart abfeiern. Was? Dafür, dass wir Tiere sterben, oder was? Das kann gut sein, ne? Soll ich Peter verständigen? Wie gesagt, Muschelchaos, alles kann passieren. Aber wir sehen hier wieder doppelten Pinsel und eine Aerospray. Und wir sehen die rote, NZEP mit Schwarmraketen. Das wundert dich, mich wundert eher die 96er Galon. Wenn man die nicht häufig sieht, vor allem die Deko-Variante. Wobei, mit Tintenschock ist sie eigentlich relativ stark. Übrigens, Ulti-Team-Push, aber ohne Follow-Up. Ja, stark auf jeden Fall. Jede Waffe ist stark auf seine Weise, nur relativ oft sieht man die Waffe jetzt leider nicht. Da haben wir schon die Aerospray häufiger gesehen, dieses Match. Das stimmt. Wumi, wunderschön. Sie hat hier alles im Griff erstmal. Zwei Picks wieder. Sie können eigentlich wieder durchpushen. Und der Pinsel versucht es wieder. War nicht der Pinsel, das ist ein anderer. I bet. Die NZ Wilder ist da links. Wilder eigentlich durchpushen. Wumi bekommt den ersten Kill hier. Und es sind drei links im Gang. Und mit dem Inkjet. Oh, schöner Pick! Aber er ist in der Inkjet, er kann nicht werfen! Er versucht natürlich die Barriere aufzuschießen. Er passt zu Wumi rüber! Er passt zu Wumi, unabsichtlich passt, und das ist einfach so lucky gerade, kann man da sie benennen. Da habe ich auch noch eine Real-Life-Anekdote, das ist wieder eine Blackline-Anekdote, aber das ist nicht das Match jetzt hier. Sehr, sehr unlucky, erst im Inkjet und dann fängt der Spieler die Clam ab. Wumi spielt den Torhüter allerdings für die falsche Mannschaft. Das ist mir übrigens tatsächlich auch passiert mit dem Inkjet. Das war bitter. Das war noch bitterer. Aber Ulti-Team nichtsdestotrotz immer noch am Pushen. Die Schwarmraketen. Ich dachte, der Splashdown hätte das Ganze gesaved. Aber das waren tatsächlich die Schwarmraketen. Ulti-Team aber nichtsdestotrotz immer noch Wumi am Pushen. Ist allein hier vorne gegen drei. Mach die Schwarmraketen einen Trip dabei. Aber wenn du es gerade sagst, ist es ja auch schon mal passiert. Ich hätte mir mit meinem Team ist ja schon mal passiert, dass wir die Clam zu einem Inkjet gepasst haben und der erst landen musste. Das war genau bei mir. Bei uns war das in der Overtime. Das war genauso wie bei mir. Genauso 1:1. Aber genug Anekdoten hier. Sie halten erstmal wieder die Verteidigung. Tendrex hat sich ein bisschen nach dem Schock hier stabilisiert. Sie müssen nur anfangen zu pushen, denn eine große und eine kleine Clam reicht dir aus, um die Führung zu übernehmen. Sie müssen eine Lücke finden. Ulti-Team will jetzt anscheinend rechts lang gehen. Aber sind in der Unterzahl. Kubik da allein. Und ich glaube, er merkt auch, dass da nichts passiert. Lässt die Muschel wegschmeißen. Mal schauen, was dann noch passiert. Aber sie. Momentan Tentaclexer sehr defensiv, aber defensiv ist gerade nicht das Gebot für Tentaclexer, weil sie müssen ja nach vorne. Die liegen gerade hinten. Kubik rennt da links jetzt durch. Kommt er da durch? Er kommt da durch, kann er treffen. Er trifft, stirbt dabei aber. 10 Punkte mehr, 20 Punkte mehr nochmal rein. Auf 50 jetzt gepusht, sind aber nur noch Pizzas alleine übrig. Und sie können. Pizzas tot, und das ist die Mitte jetzt für Ulti-Team. Und sie haben zwei große Muscheln jetzt. Und das heißt, sie haben insgesamt 35 Muscheln in der Hand. Jetzt ist tatsächlich. Da kommt die Sebisphäre rein. Zwei haben sie schon weg. Die eine liegt noch am Spawn. Das ist ein doppelter Jump. Das könnte doppelter Wurf werden. Einer ist einer allerdings. Orbi kommt noch da rein. Abgekannt. Vertreffen. Es wäre zwar nicht Elite gewesen, aber sie haben dadurch eine Muschel jetzt verschenkt. Sie haben zwar noch einen in ihrem eigenen Korb liegen. Aber ist das. Da hätte man einfach ein bisschen tiefer werfen müssen. Das ist nicht so steil bitter. Nach oben. Die letzte Minute bricht hier an. Kann Ulti-Team aufs 4:2 gehen oder wird er einen 3:3 Auslösch geben? Sie haben noch alle Chancen öffentlich. Sie haben noch die Clam übrig. Aber Ulti-Team pusht jetzt wieder durch den Gang durch. Wie gerade eben. Da sind aber schon wieder drei von Tentaclexer. Einen bekommen sie jetzt schon. Sie gehen jetzt rein. Sie scoren. Nicht. Wumi scoret ja. Vibe, F-Less scored und das ist das Game. Oh, wenn das trifft. What? Pizza will das Game nicht beenden, anscheinend habe ich gehört. Kubik kommt aber Kubik macht. Wow! Für 2 Sekunden ist mein Herz tatsächlich stehen geblieben. So eine Klemme würde man nicht verwerfen am Ende.
Das, wie gesagt, wenn Kubik nicht da gewesen wäre, dann... Es wäre zwar kein K.O. gewesen, aber der Lead war schon relativ gut. Ja. Oh. Und damit ist es Matchpoint-Situation für Ulti-Team auf Herrschaft im Flunder-Fun-Park. Oh, warte. Ich muss was trinken, weil sonst kippe ich hier noch rum. Ja, da kannst du Das ist doch erst das erste Match. Warum muss das Match wieder so close teilweise sein? Tenak hat gezeigt, dass die was mithalten können auf Herrschaft und auf Tunkelmann, was so die nächsten beiden Modi sind. Also die Frage, ob sie jetzt hier wieder gewinnen können. Weil Herrschaft war relativ dominant von ihnen. Aber tatsächlich, Tentaclexer, wenn sie das genauso stark machen wie bei Permut Akademie, dann können sie Flander Farm Park das tatsächlich auch schaffen. Die sind stark. Die sind wirklich stark. Die machen wirklich gegen Ulti-Team eine souveräne Arbeit. Vor allem gegen Ulti-Team. Aber Tentaclexer muss jetzt natürlich alle Spiele gewinnen, denn Ulti-Team hat die meistbekannte Matchpoint-Situation. Ganze zwei Stück, bevor es zum Sudden Death in Operation Goldfisch auf der Tümmlerkuppel kommt. Team Ulti-Team, doppelt gemoppelt, ist schon ready, warten nur noch auf Tentaclexer. Auf was werden sie jetzt setzen? Flander Funpark, natürlich eine Zone. Ich glaube, ich hab so gelesen, die Zone bei Flander Funpark ist tatsächlich einer der größten. Ja, eine der größten Zones im Game. Der liebe Lean wollte da genauere Ermittlungen ansetzen, aber da ist, glaube ich, weißes Ergebnis schon. Spaghetti. Und das bin diesmal nicht ich gewesen, aber es gibt doch keine Disconnects. Ja, die bis jetzt sind halt nicht du. Nichts. Aber doppelte Aerospray mal wieder und wieder doppelte Cloud auf Seiten von Ulti-Team hier. Let's go! Manny lässt sich natürlich Zeit, sammelt erstmal für die Specials, für die Curling-Bomber. Geht aber down mit der K-Pro. Und das ist natürlich der Vorteil für Ulti-Team. Und die Materie, die Führung sind auch in Überzahl gerade, aber die Frage ist, wie lange sie das halten können. Sie kommen jetzt wieder rein, Mani da alleine ein bisschen, stirbt deswegen und es ist sehr schlecht für Tentaclexer. Vielleicht liegen einfach die Nerven gerade flach, sie müssen sich aber zusammenreißen, denn wenn sie das hier verlieren, ist das Match verloren. Umi bekommt den nächsten Pick, 2 gegen 4 jetzt, Umi bekommt noch einen Pick, 1 gegen 4 jetzt und die müssen jetzt kontinuierlich. Oh, Mani! No, jetzt kommt so langsam die Panik rein und das darf natürlich nicht passieren. 20 Punkte noch für Ulti-Team und sie, wie gesagt, die haben Matchpoint jetzt zum Corby wieder komplett alleine. Das darf nicht sein. Ah, das ist Game. Das ist relativ, was heißt relativ? Das ist sehr sicher runtergespielt worden. Es ist sehr sicher runtergespielt worden, aber das Ding ist halt, Tentaclexer hat es Ulti-Team leider zu einfach gemacht. Sie sind wieder komplett alleine reingestürmt und das darf bei Herrschaft vor allem nicht sein, weil sonst ist das natürlich sehr kritisch, wie man hier gesehen hat. Sie sind überhaupt gar nicht ins Game gekommen. Ein einziger Kill auf Seiten von Tentaclexer hier. Das war ein bisschen unkoordiniert am Ende. Aber das war wirklich sehr unkoordiniert. Die Nerven lagen flach. Und weil gerade gesagt wurde, ja, Wahoo bzw. Flunder Fun Park hat die drittgrößte Map im Game. Die drittgrößte sogar, okay. Die drittgrößte. Du kannst ja mal raten, was die erstgrößte ist. Warte, war das nicht... Nee, Inkblot war die zweitgrößte, oder? Inkblot war die zweitgrößte. Also, per Album oder Akademie. So, wir sollten, glaube ich, ein Interview haben. Wir haben auch ein Interview. Wir warten nur kurz auf zweiter Joint. Einer ist schon ready. Okay. Aber ich komme jetzt nicht auf den ersten. Es ist in Mermaid Towers kann es nicht sein, oder? Nee, Moraine-Turm ist sehr, sehr weit unten. Okay. Moraine-Turm ist die fünftkleinste. Also wir reden von den Größen der Herrschaftszone, nicht von der Größen der Map. Welche Map ist denn sehr groß und ist einfach nur ekelhaft zu spielen drauf?
Masterforge. Also, Ja, das ist aber Mistgebrühe. nicht groß. Ich rede eher hier von der Tümmlerkuppel. Ah, stimmt! Die haben ja oben die, oben, also top tatsächlich auch, ne? Ich schick dir mal ein Bild, einen Tweet rein von dem lieben Lean, der das letztens analysiert, was die Ja, größte Herrschaft der Welt ist. deswegen, darauf wollte ich tatsächlich auch anspielen. Seht ihr die Größen der Map? Also welche die größten sind, wen das interessiert. Komischer Statistikkampf für die, nicht Noobs, für die Freaks, Für die Nerds. Für die noobigen Freaks. Für die Splatoon-Nerds unter mich. Captain, ja tatsächlich, Tümmlerkuppel mit 26.240 Quadrat-Distance Units. Krass. So, aber ich würde aber sagen, genug dazu. Ulti-Team ist schon ready. Ich denke mal, wir gehen rüber in das Interview. Ich würde mal sagen, let's go. Hi. Hallöchen und herzlichen Glückwunsch zum 5 zu 2. Danke. Oh, danke schön. Ja, erstmal die rhetorische bzw. die Standardfragen. Welche Map, ihr habt ja das erste Mal diese Woche gespielt. Welche Map hat euch tatsächlich gefallen und welche Map-Modi-Kombination war für euch tatsächlich ziemlich schwer? Warte, ich rede kurz rein. Wenn der Chat Fragen hat, bitte jetzt stellen. Yep. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Ulti-Team Fragen zu stellen. Jetzt dürft ihr antworten. Jetzt dürft ihr. Willst du sagen? Oder soll Mach ich du. sagen? Und zwar, die Hass-Modi-Kombination war diese Woche Hotel Neotun mit Turmkommando. Turmkommando, ja. Weil ich und Cubic haben ja heute Morgen schon ein bisschen Turmkommando auf Hotel Neotun tatsächlich gespielt. Und wir haben fast immer verloren. Und da dachten wir so, ah, shit. Tentaclexa Ja, hat und. das also tatsächlich auch gewonnen. Ja. Und Tentaclexa hat auch auf den Tümmlerkuppel, sag ich, auf Turmkommando Hotel Neotun tatsächlich auf 2-2 ausgeglichen. Was waren da so eure Gedanken? Was ist euch tatsächlich durch den Kopf gegangen? Also mir ist durch den Kopf gegangen, okay, wenn das jetzt so bleibt, dass wir immer Goldfisch und Muschelchaos gewinnen. Ich habe mir jetzt nicht wirklich mal gedacht, aber ich dachte mir so, verdammt, das kann echt knapp werden am Ende. Also. Aber bei Ja? dieser Turmkommando-Runde und der einen Herrschaftsrunde, da auf Perlmutt, glaube ich, war das, hat der eine Typ, der dort einmal Capo und einmal, ich glaube, 3R-Schwappen gespielt hat, hatte immer wieder geleckt. Einmal Fearless und mich auch zweimal direkt hintereinander, beide gleichzeitig One-Hit gekillt, was mit dem Capo nicht möglich ist. Der war in den ersten Runden einfach voll verlaggt. Und der war auch plötzlich manchmal da, obwohl er vorher nicht da war oder zwar auf freier Fläche. Ja, und zwischendurch hat das ja aber ein bisschen teleportiert und so. Okay. Aber während dem Match wurde es halt immer besser. Weil ich und Cubic haben halt schon heute Morgen zufällig ein bisschen mit dem gespielt. Und da war es halt sogar noch schlimmer. Ja, ich denke, bei Internet ist immer ein bisschen komisch, vor allem in Ja. Deutschland. Manchmal ist das halt so. So, hast du noch eine Standardfrage, Kyo? Nö, ich jetzt nicht. Dann schmeiße ich kurz Chatfragen ein. Habt ihr Angst vor X-Ling? Bisschen. Bisschen. Wie war das Gefühl nach dem Ausgleich? Ich glaube, das haben sie ja schon Ja, beantwortet. ich habe das gerade gemerkt. Trainiert ihr viel? Wir spielen immer wieder zu zweit, ab und zu auch zu dritt, aber so als ganzes Team eher selten, weil selten alle auf einmal Zeit haben. Ja. Gut, das waren Okay. dann erstmal die Fragen aus dem Chat. Das ging schnell. Pisa, was ich dich tatsächlich noch fragen wollte bei Herrschaft auf sag schnell auf Fairmont Akademie, hast du in der Mitte deinen Tintendüser eingesetzt, obwohl du gegen zwei Leute gehen musstest? Was ist dir da so durch den Kopf gegangen? Oder wieso hast du Tintendüse eingesetzt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich dachte mir so, ja, vielleicht kriege ich die beiden, aber ich. Ja, keine Ahnung. Force of Habit. Bis ich dann gesehen habe, dass irgendwie alle vier um mich rumstanden. Aber ich habe halt nur zwei gesehen: einer auf dem Tower und einer links von mir. Und irgendwie kam dann, was ich gesehen habe, einer von rechts noch angelaufen und irgendwie einer von hinten.
Also irgendwie waren alle hinter mir und überall. Okay. Aber du hast aber auf jeden Fall sehr, 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 sehr schöne Picks gehabt, mit auch mit dem Tintendüser, auf jeden Fall auch bei Muschelchaos auf Kofferfischlager. Auf jeden Fall sehr stark. Aber wo wir bei Muschelchaos sind, Wumi hat die Superclam abgefangen. Habt ihr euch gewundert? Habt ihr irgendwie komplett rumgeschrieben im Chat oder ist es euch nicht aufgefallen? Welche Claim? Auf Kofferfischlager. Also, auf Kofferfischlager. Ich glaube, der Tintenwall hatte diese verdammte Claim abgefangen. Ansonsten, ich hatte den Korb im Ziel, hatte auch geworfen, und lag plötzlich vor dem Korb vor dieser komischen Rampe. Und ich denke mal, es war einfach dieser verdammte Tintenwall. Ja, und ich habe mich auch extrem geärgert, dass ich die Claim nicht werfen konnte, als ich im Jet war. Haben wir gesehen, dass du gegen den Korb geschossen hast. Ja. Haben auch ein bisschen gescherzt, dass du eventuell versucht hast mit dem Inkjet-Shots, dass du versucht hast. Ja. Die Beige zu öffnen. Geht halt leider nicht. Aber trotzdem war das ein gelungener Push tatsächlich. Aber fast hättet ihr sogar den KO gejinxt, als du Pizza die Claire verfehlt hast. Ja, die ich unten durchgeschmissen hab. Aber ihr habt das tatsächlich noch bekommen. Also alles noch im grünen Bereich. Ja. Herrschaft auf Flander Funpark. Was ging da durch den Kopf, als ihr so gemerkt habt, Tentaklexer, da liegen die Nerven jetzt so ein bisschen auf Grundeis? Ja, sagen wir so, wir waren ganz glücklich, dass sie immer, also ich bin ja dann eigentlich schon relativ früh im Match von uns aus gesehen nach rechts und hab die dort abgefangen. Da kamen immer wieder ein oder zwei Leute, aber die kamen selten gleichzeitig, sondern meistens so kurz hintereinander, dass man gemütlich den ersten killen kann und direkt danach den zweiten. Also da war kaum Gegenwehr. Das hat man auf jeden Fall gesehen. Auf jeden Fall, man hat gesehen, Panik hatte so ein bisschen breit gemacht, aber das habt ihr sehr gut ausgenutzt. Das habt ihr auch sehr stark gespielt. Das ganze Set, also wirklich nochmal herzlichen Glückwunsch zum 5-2-Win und ja, euch noch viel Erfolg gegen X. Wir haben noch eine Frage aus dem Chat. Wollt ihr was ausreden lassen? Was ist denn eure Lieblingsmap? Insgesamt? Ich denke mal insgesamt, sonst könnt ihr DSB auch nennen. Ich habe so mehrere Maps, die ich ganz gerne mag. Und es kommt auch drauf an, welchen Modus. Dann sag mal, dann sag mal, genau. Herrschaft auf Camp Schützenfisch. Okay. Ein Man auf der Kutsche. Und dann entweder ein Capo nehmen oder einen Hydranten. Ein Capo kann man ja auch so locker rüberschießen und mit dem Hydranten sich halt auf die Wand stellen. Und die Leute rennen fast immer zu deren Zone. Und rennen durch den Capo und kann man sehr gut auch Kills farmen, ohne großem Aufwand. Ja. Pizza. Meine Lieblings-Map-Modi-Kombi ist tatsächlich CTC-Markt mit Opfer von Goldfisch. Und Kyrik hat mir gerade geschrieben, seine Lieblings-Map-Modi-Kombi ist Gründelpavillon mit Clamblitz. Auch ein Mann. Okay. Also Gründelpavillon und Clamblitz ist einer bei mir ganz oben und Camp Schützenfisch Herrschaft ist bei mir eh ganz oben. Ihr habt guten Geschmack. Nicht so wie Andro. Was war nochmal seine absolute Lieblings? Operation Gold und Moränentürme. Ach ja, stimmt. Gut, ich glaube, da hätte keine weiteren Fragen. Ja, Oliver, mache ich gleich nach dem Interview. Dann würde ich mal sagen, war es das auch tatsächlich mit dem Interview? Also ich habe jetzt keine spontanen Fragen mehr. Same. Dann vielen herzlichen Dank fürs Interview und euch noch viel Glück in der DSB. Danke. Haben wir jetzt eigentlich die Medaille safe?
Lass mich kurz nachrechnen. Von 7 Match 7 gewonnen. Lass mich nachrechnen. Ihr habt nicht nur die Medaille safe, ihr habt Silber sicher. Oh. Immerhin. Das ist jetzt X-Ling das Entscheidende. Ja, ja, so ungefähr. Das ist das Finale. Okay. All right. Dann Gratulation zur Medaille und zur Silbermedaille. Von mir auch. Danke. So. Genau. Wir bedanken uns auch beim Zuschauen. Währenddessen wir das Interview hatten, hat der liebe Oliver immer die 710 Punkte gespendet, die gefehlt haben, für den das, dass wir die Belohnungen freischalten. Auch okay. Beim ersten Stream die Belohnung freigeschaltet. Super Arbeit von euch hier. Auf jeden Fall sehr. Vielen herzlichen Dank für den Support für die DSB. Ulti-Team, so. Nächste Woche das Finale gegen X-Ling. Das ich wollte auf jeden Fall announcen, was die Punkte hier sind. Mach du ruhig. Ey, da haben wir es freigeschaltet und dann gar nicht announcen, was das hier ist. Ich denke mal, alle, die sich ein bisschen mit Speedrunning vertraut sind, kennen SGDQ. Da gab es letztes Jahr ein Meme mit Pat the Eevee. Und wenn ihr ab sofort 4710 Punkte Reward einlöst, pet ich mein Clayschen, was ich habe. Mit Videobeweis, was in den Media-Channel gepostet wird auf dem Discord. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Vor allem mit auch verfügbar. Vor allem mit 4000 nur. Das ist 710, bitte. 4710. Ist ein Schnäppchen. Ist ein Schnäppchen. Ja, mal was Billigeres. Wir brauchen auch mal billigere Sachen. Das stimmt. So, dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen oder übermorgen dann mit dem nächsten. Ich werde mein Plüschkläschen streicheln und auf dem Media-Channel hochladen auf Discord. Live und in Farbe und in HD. Ja, live ist nicht unbedingt, weil mein Okay. Internet ist schlecht im Stream. Aber ihr werdet einen Videobeweis bekommen jedes Mal. Dann halt nur in Farbe und in HD. Okay, HD, ich weiß nicht, ob mein Handy das schafft, aber Farbe auf jeden Fall. Das sollte mein Handy noch schaffen. Aber 480p ist noch drin. Ja, vielleicht auch schwarz-weiß. Okay. Nein, sollte machbar sein. Wie gesagt, nächste Woche Ulti-Team gegen X-Ling. Tatsächlich, wie du schon gesagt hast, das Finale. Auch tatsächlich das Spiel, was wirklich richtig spannend sein wird, weil beide Teams sich wirklich sehr vieles geleistet haben. Und Tentaclexer hat nächste Woche frei, weil Squiddlediddles gedroppt sind und dürfen dafür übernächste Woche gegen Demon Crime. Ja, damit sehen wir uns in circa 2 Stunden wieder, denn da spielt die Division 2 tatsächlich auch ein medaillenrelevantes Spiel. In Division 2, wie gesagt, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, geil. Addicted Penguins gegen Wii Spawn Spirits. Das wird auf jeden Fall extrem spannend. Da werde ich auch wieder dabei sein mit Fish. Und wir werden dann auch wahrscheinlich Glacy sehen, wie er in Aktion die Squid splattet. Ich werde mein Glacy streichen nebenbei. Das ist natürlich sehr schön. So, wir verabschieden uns. Oder wenn du noch was sagen willst, dann sag schnell. Nein, wir können es gerne beenden. Ich würde gerne weiter Ranked spielen. Okay, dann werden wir Glacy in die Solo-Queue-Hölle lassen, während ich meine beiden Squids streichle. So, wir verabschieden uns. Es hat Spaß gemacht mit dir, Glacy. Ist auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns in 2 Stunden wieder, wenn es heißt Addicted Penguins gegen Respawn Spirits. Stay fresh!